Servus und schön, dass ihr wieder dabei seid. In unserem heutigen Video geht's und das zeigt euch die Kiste. Ja, nochmal Servus und schön, dass ihr dabei seid. Es geht heute um Primer. Ja? Und nicht um irgendeinen Primer, sondern es geht um den Monument Pro Acryl Primer. Einen Acryl Primer, den ich durch Zufall nach einem Gespräch mit Bernhard von den Dicillers mir zugelegt habe. Ihr wisst, Kommunikation zwischen Spielern und Gemeinschaften ist extrem wichtig und das ist auch das Schöne an unserem Hobby. Und der hat mir gesagt, du, ich habe mir da vor kurzem einen neuen Primer gekauft. Okay, ja, gut, Primer gibt es viele. Ich muss dazu sagen, ich arbeite sehr gern mit dem Primer und Mikrofiler von AK. Ja, der einzige Nachteil ist, in der Wohnung mache ich das nicht sehr gerne, weil er leider etwas geruchsintensiv ist, aufgrund der Lösungsmittel, die er auch verwendet. Keine Frage, aber, das ist sein Vorteil, er funktioniert gut. Gut, kann ich nicht zu Hause nehmen. Und Bernhard meinte, du, ich habe den angetestet und habe mit ihm ein wenig drüber geplaudert, haben mir dann selber einen bestellt und ja, ich möchte euch jetzt kurz ein paar Möglichkeiten dieses Primers oder wie ich ihn angewandt habe zeigen und auch die Ergebnisse. Gehen wir einfach, ja, beladen wir die Airbrush und los geht's. Ja, wie erwähnt, möchte ich euch heute den Monument Pro Acryl Primer vorstellen. Das ist ein Acryl Primer auf Wasserbasis. Ja, natürlich using an airbrush or standard brush eine dünne Schicht auftragen, nicht verdünnen, ja, und dann, wenn dieser Primer aufgetragen ist, sollte er 24 Stunden Zeit zum Durchtrocknen haben. In der Flasche sind 120 Milliliter enthalten. Eben von monumenthobbies.com wird der geliefert. Und was kann man noch dazu sagen? Ja, was einmal interessant ist, der Verschluss ist versiegelt quasi. Ja, also hier gibt es einmal von Haus aus keine Probleme, dass der Verschluss irgendwie verrotzt ist oder irgendwas, ja. Und ist damit auch gut auslaufgeschützt. Gut, das wäre mal die Basis davon. Stellen wir den mal auf die Seite. Natürlich gut schütteln. Ich glaube, das ja, steht hier dabei. Acrylfarben auf Wasserbasis, gut schütteln. Gut, dann werden wir das mal machen. Ihr hört, das sind Agitatorenkugeln drinnen, um ihn einfach noch besser aufzumixen. So, ich schüttel den jetzt ein wenig und melde mich dann wieder. So, ich habe den jetzt gut durchgeschüttelt, nehme meine Infinity, die ich hier habe, die ist jetzt mit einer 0,4er Düse bestückt und dann werden wir hier ein wenig dieses Grundiermittels reingeben. Ja, gut, milchig weiß, keine Verdünnung dabei. Und jetzt werde ich hier auf ein Kunststoffmodell, ja, legen wir hier nur sicherheitshalber was drunter, auf ein Kunststoffmodell diesen Primer auftragen. Erst mit einer dünnen Schicht. Es wirkt im ersten Moment leicht staubig, ja. Aber der Primer geht wunderbar durch die Düse. Ich meine,
bei der 04er eigentlich kein Problem. Ja, also ihr seht schon hier das erste leichte Ergebnis mit einem dünnen. Wir werden das jetzt etwas verstärken. Schön langsam in gleichmäßigen Bewegungen, wie man es bei den Primern eigentlich gewöhnt ist. Ja. Hier den Speer, das Gesicht noch ein wenig. Man kann natürlich, es gibt hier mehrere Primer. So. Ich hoffe, es ist halbwegs verständlich, obwohl der Kompressor läuft. Ja. Und wir haben eine schöne, gleichmäßige und extrem feine Grundierung, muss ich sagen. Also gut, die Miniatur, hier glänzt es noch, hier ist es ein wenig feucht, ja, da war hier in diesem Bereich, war ich ein bisschen zu brav mit dem Auftragen, aber wir haben eine weiße Grundierung. Das war auf Kunststoff, ja, hält einmal gut. Gut, als nächstes Modell, ich reinige nur kurz die Halsspitze, das kann nicht schaden, habe ich mir gedacht, ich nehme ein Modell aus Zinn. Ja? Wie wirkt dieser Primer auf Zinn? Auch hier eine feine, gleichmäßige Farbschicht. Man kann eigentlich nicht wirklich viel falsch machen. Ja. Und der läuft und läuft. So, haben wir noch irgendwas vergessen? So, auch der, zeige ich den auch gleich kurz mal. Ja, eine schöne weiße Grundierung, die jetzt im ersten Moment noch ganz schwach glänzt, aber wenn ich jetzt das vorige Modell nehme, das ist schon wesentlich matter. Dazu kann ich euch ein Modell zeigen, das ich natürlich probeweise vorher grundiert habe. Das ist eine Miniatur, die ich gestern grundiert habe. Ja, also die ist absolut matt. Probieren wir mal da einen Abrieb. Also wenn ich nur mit dem Finger drüber gehe, tut sich nichts. Klar, mit dem Fingernagel. Probieren wir es einmal. Ja, aber es ist nicht leicht, ja, das muss man dazu sagen. Stellenweise gelingt es mir, was abzukratzen. Aber jetzt probieren wir es ganz hart. Ich nehme hier eine Pinzette und versuche mit der, natürlich mit dem Metall, schaffe ich es hier, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht ein Abrieb der Pinzette ist, ja. Hier ein wenig der Grundierung, aber jetzt mal ganz ehrlich, das macht ja keiner von uns, ja. Also, Grundierung meiner Meinung nach hält top. Ja, und dann habe ich noch etwas anderes für euch, und zwar kurz die Nadeln reinigen. Was mache ich, wenn ich jetzt eine Miniatur schon grundiert habe oder gefärbt habe und die gefällt mir nicht? Ja, ich weiß, Isopropanol bzw. Händedesinfektionsmittel kann man nehmen oder sonstige Mittel und Figuren entfärben. Da bin ich oft zu faul und
verpasst eure Figur einfach eine neue Grundierung. Ja? Ich denke, das ist möglich, weil wir mit den Acrylfarben so dünne Schichten auflegen, ja, dass man hier ruhig einmal drüber gehen kann. Ja? So. Ohne viel herum. So, mal kurz die Nadel putzen, das kommt hin und wieder vor, ja. Aber auch diese Grundierung deckt andere Farben ohne Problem ab. Und man kann mit dieser Grundierung auf seine bemalten Miniaturen, wenn man eine neue Basis haben will, ohne große Schwierigkeiten drüber gehen und quasi, ja, von neu beginnen. Okay, das rotzt ein bisschen. So. Aber ihr seht, auch das ist möglich. So, jetzt noch die zentrale Sache. Hier noch einmal elegant drüber und man sieht vom Rot fast nichts mehr durch. Ja. Und dadurch, dass diese Grundierung so extrem, ja, fein ist, könnt ihr die auch ohne Problem über eine andere Farbe drüber geben. So, gut, jetzt werde ich hier noch ein wenig weiterarbeiten und dann melde ich mich wieder. So, ich habe jetzt meine Evo kurz umbestückt. Die ist jetzt mit einer 015er, 02er Düse ausgestattet, mit der dazugehörigen Nadel. Ja. Wenn wir das ein paar Tropfen reingeben. Ups, ja. Sehr gut, wieder mal gepatzt. Das ist quasi der Live-Effekt. Und jetzt werden wir versuchen, mit dieser 015er diese Miniatur zu grundieren. Das geht alles wirklich easy, ja. Also wie gesagt, hier die 02er, 015er Düse, die ja sehr knapp beieinander sind. Eine Düse, ja, also mit Vallejo brauchst du hier nicht rangehen. Er ist nicht schlecht, ja, bitte, das will ich nicht behaupten. Jeder hat seine Vorlieben und seine Fanprodukte, aber ich bin von diesem sehr begeistert. Ein wenig haben wir noch drinnen. Das werden wir jetzt einfach auf dieser Miniatur hier noch anbringen. Hier noch ein wenig was. Ja, und damit ist das wenige, der wenige Primer, den ich hier drinnen hatte, eigentlich aufgebraucht. Gut, die Miniatur ist grundiert. Natürlich, jetzt glänzt sie noch, aber das ist klar, dauert nicht lange. Ich sage jetzt, für einer 15 Minuten in etwa habe ich die eine Miniatur hier schon mal grundiert. Und das wird schon matt, ja. Die Zinnminiatur dazu, auch die trocknet matt auf, ja. So, was ist jetzt aber der besondere Clou an diesem
Primer, weil es gibt ja genug, unter anderem die Reinigung. Ich habe hier normales Leitungswasser, ein bisschen rein, ein bisschen mit einem alten Pinsel umrühren, ja, und dann den Rest einfach, ich werde den jetzt hier in dieses Tuch kurz ein bisschen rückschlagen lassen. Aha, habe ich die Düse etwas gelockert. So, jawohl. Ja, das sind nur Luftblasen. Da sieht man gar nichts. Also reines Leitungswasser. Ja. Einmal kurz nachgewischt. Wenn geht mit dem trockenen Teil des Tuches, um nicht wieder Farbe reinzubringen. So, das, ihr seht, das war jetzt nach einem Mal ein wenig Wasser. Ich gebe noch ein zweites Mal dazu, ja, nur weniger, um eben hier unten noch einmal ein wenig auf, ja, zu mischen mit dem Pinsel, die Farbreste von der Wand quasi etwas abzukratzen. So, schauen wir, wie das Ergebnis gleich sein wird. Und das Ganze, wie schon erwähnt, ohne Geruchsbelästigung. Ja. So, wenn ihr einen Blick reinmacht, der Primer ist fast weg. Ja. Das heißt, man kann jetzt vielleicht noch mit einem, ja, Airbrush Cleaner für Acrylfarben nachgehen, um vielleicht hier in der Düse die Reste rauszunehmen. Meine Empfehlung ist aber, wenn das durchgespült ist, ja, kurz die Airbrush grob zerlegen, und zwar die Düsenkappe mit der Düse und der Nadel kurz rausnehmen und dann die Düse mit so Mikrobürsten kurz reinigen. Das ist eine Angelegenheit von ein paar Sekunden. Die Nadel zur Sicherheit einmal reinigen und die Airbrush funktioniert wieder tadellos. Ihr könnt weitermachen und ihr habt einen Vorteil, dieser Grundierer stinkt einmal nicht. Gut, das war jetzt kurz dieser Monument Pro Acryl Primer in der Nahaufnahme. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin schwer überzeugt davon. Ja, also ist jetzt nicht der erste Primer, den ich verwende. Ja, also ich habe einen Car Primer. Okay, ja. Vallejo Primer, ja, gut. Den kann man auch verdünnen. Ja, ist schon wieder ein wenig umständlich. Und neigt auch gerne dazu, die Düse zu verstopfen. Und sollte man eigentlich erst auf einer Düse von 03, 04 verwenden. Ja? Mit der 015er, 02er tut sich beim Vallejo Primer nichts. Ja? Außer, dass ihr sofort eine verlegte Düse habt. Was habe ich noch verwendet? Ja, den AK Primer und Mikrofiler. Wie gesagt, kein Thema, absolut sehr guter Primer, hält gut, fließt gut, stinkt nur. Ja. Und auch die Reinigung ist wirklich etwas intensiver, das sollte man nicht unterschätzen. Dieser Primer hält gut, stinkt nicht, nämlich gar nicht wie eine Vallejo Acrylfarbe, also würde ich mal sagen, ist jetzt keine Geruchsbelästigung, außer für ganz feine Nasen natürlich. Trocknet absolut matt auf, geht durch die 04er Düse ohne Probleme durch. Ich bin nachher dann drauf gekommen, ich habe meine Düse, meine 04er nicht optimal im Vorfeld geputzt. Hier lag der Fehler an mir. Und ihr habt es auch gesehen, bei der 015er Düse ebenfalls ohne Probleme. Das Ganze unverdünnt, ja,
Also ich muss mir nicht überlegen, welche Mischungsverhältnisse wende ich an, um eine optimale dünne Grundierung zu erzeugen. Er trocknet matt auf, die Zeit von 24 Stunden. Sollten wir ihm gönnen, wie bei vielen anderen Primern auch angegeben, man kann natürlich auch früher drauf gehen, aber um die optimalen Ergebnisse zu erzielen, lasst ihm einfach die Zeit. Ja, und das nächste war die Reinigung. Ich habe hier so eine Dropper-Bottle mit ganz normalem Leitungswasser gefüllt. Zweimal nach, der Innenbereich des Topfes ist sauber. Ich glaube, ihr kennt das. Versucht es mal mit Valeo zu machen oder mit AK-Primer. Ja, natürlich, wenn ihr den Extrem-Cleaner dazu nehmt. Ja, aber auch dieser hat einen leichten Eigengeruch, wie wir wissen. Diese Primer gibt es in mehreren Ausführungen, also in Grau gibt es ihn, es gibt ihn in Schwarz und dann glaube ich noch zwei, drei Farbtöne. Ich bevorzuge den weißen, ihr wisst, Contrast und Speed Paints erleichtern einem das Leben und damit nehme ich den. Rundherum meine Meinung und ich brasche schon ein paar Tage, top, absolut top Primer mit ja, wenig Nacharbeit und das ist ja auch wichtig im Hobby. Kommen wir jetzt zum Nachteil. Muss ich leider auch dazu sagen, der einzige wirkliche Nachteil, den ich herausgefunden habe, falls ihr mehrere kennt, bitte teilt mir die mit. Ihr bekommt ihn, meines Wissens, und wir haben jetzt ungefähr Mitte Juni 2022, nur bei BK Pro, beziehungsweise natürlich in den Vereinigten Staaten bekommt ihr ihn auch. Ihr wisst aber, wie günstig, sagen wir jetzt mal, ein Versand von dort zu uns ist und die Steuersätze. Und im Originalverkauf, also auf der Homepage, kostet er $14. Ja? Und BK Pro verlangt, glaube ich, 14,50 Euro für diese 120 Milliliter. Ja, ist etwas teurer. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber ich denke mal, wenn man die Ergebnisse sieht, ja, die mit relativ wenig Aufwand erzielt werden und wie einfach dann die Reinigung erfolgt, ja, da muss ich wirklich sagen, okay, dann lege ich halt die paar Euro drauf. Ja, also wie gesagt, bei PK Pro und ich bekomme nichts von denen, das ist jetzt, ich habe mir den selbst gekauft und das ist eine ja, Produktempfehlung aufgrund meiner Erfahrung. Falls ihr schon damit gearbeitet habt, schreibt uns das in den Kommentaren. Ansonsten würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid und bis dorthin, ihr kennt es, bleibt gesund, Leon, und Servus!